Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute möchte ich euch diese kleine ovale Box zeigen. Perfekt für Ostern mit dem Designerpapier Frühlingsglanz, was es während der Celebration jetzt bei jeder Bestellung ab 60 Euro gratis dazu gibt oder was man sich aussuchen kann. Und ja, diese Idee ist nicht von mir, die habe ich von Jana Müller von Janas Paper Dreams und war sofort begeistert. Habe ein paar Kleinigkeiten verändert, unter anderem habe ich das Designerpapier mit der Schwammwalze eingefärbt und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ihr braucht das Designerpapier. Dieses Papier ist nur einseitig vom Design. Auf der Rückseite ist es einfarbig. Das Papier ist ein wenig stärker als das normale Designerpapier. Deshalb eignet es sich für so eine Box halt hervorragend. Und es lässt sich wirklich toll einfärben mit der Schwammwalze. Ihr braucht ein Stück in 19,5 mal 4,5 cm, dann nochmal ein Stück in 19,5 mal 2,5 cm und diese Ovale habe ich mit der Big Shot ausgestanzt und zwar mit dem Stanzformset lagenweise Ovale und da habe ich die viertgrößte Form genommen von den glatten Ovalen. Genau, jetzt legen wir mal los und zwar müssen wir noch mit dem Papierschneider falzen. Und zwar legt ihr das ein an der kurzen Seite bei einem Zentimeter und vorsichtig, nicht zu feste drücken, weil das Papier sonst echt schnell bricht, bei einem Zentimeter falzen. Das gleiche machen wir hier auch. Da kann man es oben nicht anlegen, deshalb legt ihr es am besten hier an diese Linie an. Klappt das vorsichtig nach unten, dass es nicht verrutscht und drückt es runter und falzt. Nicht zu feste, wie gesagt. Mal gucken, ob das ausreicht, aber lieber zu wenig als zu viel. Jetzt legen wir noch ein Blatt runter und dann färben wir das erstmal ein. Jetzt habe ich dafür das Stempelkissen Flamingo Rot genommen. Das fällt leider dieses Jahr raus. Ich bin schon ganz traurig. Sicher werden wieder tolle neue Farben kommen, aber das hat es mir doch sehr angetan. Diese In-Colors fand ich toll. Ihr könnt jede beliebige andere Farbe dafür nehmen. Ich muss das jetzt nochmal verwenden, solange es das jetzt noch gibt. Die Intensität der Farbe könnt ihr selber beeinflussen, wie oft ihr da drüber geht. Und je öfter ihr drüber geht, desto gleichmäßiger wird es auch. Das seht ihr. Hier ist es noch relativ gesprenkelt. Und wenn ich öfter drüber gehe, gibt es einen satten Farbton. Genau. Wenn ihr nochmal das Stempelkissen ein bisschen mit Farbe befüllt, habt ihr noch einen satteren Ton. Aber ich mag das ganz gerne, wenn es so eine zarte Farbe ist. Das trocknet auch relativ schnell, also das könnt ihr direkt schon weiterverarbeiten. So, die Ovale müssten wir nochmal auch einfärben. Das habe ich aber alles schon gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Können wir das wieder wegtun. Ihr seht, wie schön das eingefärbt ist. So, jetzt nehmen wir doppelseitiges Klebeband und kleben das entlang der Kante, also direkt an der Falzkante, kleben wir das hier drauf bis zum Ende. Und das machen wir bei dem anderen auch. Und dann schneiden wir, knicken wir das schon mal, geht, war nicht zu wenig geknickt, es geht noch, oder gefalzt. So, und jetzt schneiden wir das hier ein, und zwar so kleine Dreiecke. Und zwar achtet darauf, dass ihr ungefähr 1 mm unterhalb von der Falzlinie aufhört zu schneiden. Das erleichtert euch hinter das Abziehen der Folie vom Klebeband. Könnt ihr es nämlich in einem abziehen und müsst nicht jedes einzelne Dreieck da abzupfen. So, das machen wir bis zum Ende. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Damit es jetzt nicht so lange dauert, habe ich das jetzt schon vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus. Die habe ich auch schon eingefärbt.
Und jetzt fangen wir mit dem unteren an. Und zwar ziehen wir den jetzt nochmal übers Falzbein, über den Papierfalter. Ziehen wir von beiden Seiten mal, dass der schon gut in Form gebracht ist. So, drehen das nochmal nach unten. Und Klebeband muss ich gleich noch anbringen. Das machen wir gleich zum Schluss. Jetzt ziehe ich das ab und ihr seht, wie schön das geht. Jetzt nehme ich eins der Ovale, gehe mittig hin und lege das hier mittig bündig drauf. Und dann arbeite ich mich Schritt für Schritt vor. Also es kann schon mal sein, dass es schon mal ein bisschen anklebt, aber da es noch nicht festgedrückt ist, lässt es sich noch gut lösen. Und jetzt gehe ich hier rundherum, so dass es möglichst bündig aufliegt. So, und wenn es bündig drauf liegt, dann drücke ich das von innen her nochmal fest. So, und jetzt mache ich auf der anderen Seite weiter. Und das geht recht unkompliziert. So, jetzt muss ich noch sehen, dass ich hier außen ein Stück Klebeband dran packe. So, das kann man auch vorher schon dran machen, aber ich habe das jetzt ein paar Mal auf die falsche Seite gepackt, sodass ich es jetzt wirklich erst kurz vorher mache. Es darf ruhig ein bisschen überstehen, das klappen wir halt hinterher sonst einfach um. So, na schau. So, das packen wir jetzt nämlich einfach so rum. Das packen wir auch so rum. Dann ist das völlig egal, ob das ein bisschen übergestanden hat. So, das kleben wir jetzt so rein. Und kleben es in der Mitte fest. Jetzt können wir das Ganze nochmal hier unten dran drücken. Und der untere Teil der Box ist schon fertig. Also es ist wirklich stabil. Es hält wunderbar. Und jetzt kommt der Clou, weil das hat ja die gleiche Größe außenrum. Und damit es auch hinterher drauf passt, habe ich das so für mich so gemacht, dass ich das hier einfach drumherum packe. Dass es mittig ist. So. Und auch hier habe ich schon ein Klebeband innen angebracht. Das mache ich jetzt mal ab. Und klebe das schon fest. Dann kann ich nämlich sicher sein, dass es auch definitiv drüber passt. Auch bündig übereinander kleben. So, jetzt kann ich das abziehen und weiß hinterher, dass es passt. So, jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir gleich nach unten drücken, können wir schon mal machen, dass die Zähne alle schon mal nach unten, Klebezähne, Laschen alle schon mal nach unten zeigen. Ziehe ich das hier wieder ab. So. Das kann auch weg. Und setze das jetzt, fange es im Prinzip wieder gleich an. Setze das jetzt hier so drauf. Das ist ja ein bisschen größer vom Durchmesser. Das heißt, es wird vielleicht leicht überstehen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das machen wir jetzt, probieren das jetzt erstmal so aus, dass es so einen kleinen Überstand gibt. Das stört aber nicht. Und so kriegen wir das ganz gut hin, dass es gar nicht nach Überstand aussieht. Ihr seht, es schließt recht bündig. Und ist fertig. Und jetzt haben wir hinten, das ist sogar fast übereinander, genau. Und jetzt können wir das hier draufsetzen. Und es sollte funktionieren. Doch zu eng geworden? Nee. Na. So, jetzt hat. Jetzt passt es drauf. Und das ist die Box. Jetzt kommt noch das Band drum. Dafür habe ich das weiße Band genommen.
mit dem Metallic-Rand. Dafür habe ich 46 cm ungefähr hergenommen. Das hat ganz gut gepasst. Das ist beidseitig gleich. Das Tolle an dem Band ist, also hier wollte ich es gerne in Weiß-Silber machen. Das Tolle an dem Band ist, dass ihr das aber auch sowohl mit den Stampin' Blends als auch mit den Stampin' Write Markers einfärben könnt. Und klebe das ungefähr auf das mittlere Drittel. Das passt eigentlich ganz gut. Ziehe das ab und setze das mittig hinten auf den Deckel. Führe das hier einmal rum. Ich könnte es immer noch mal abmachen, wenn es nicht ganz gerade ist. Führe das hier rum und mache mir dann hier meine Schleife. Wenn man oben die Schleife rumführt, ergibt es meistens schon mal die fast perfekte Schleife. Die muss man dann gar nicht mehr großartig zurechtzupfen. So, ein bisschen. So. Und schon ist es fertig. Dann kann ich das hier noch kurz in Form bringen. Und schon ist die Box fertig. Passt wunderbar mit der Größe. Es fällt nicht ab, der Deckel. Und dadurch, dass ihr den außen rumgelegt habt vorher, vor dem Zusammenkleben, habt ihr auch die Garantie, dass es gut hält. So, jetzt habe ich noch ein kleines Haarseil genommen. Das habe ich aus dem Set zum Nachwuchs. Ich weiß gar nicht, wo gibt es das noch? Ich bin jetzt gerade gar nicht up to date, ob das im Katalog überhaupt noch drin ist. Aber es ist egal, ihr könnt jedes andere dafür nehmen. Fand das nur so nett. Und zwar kann man das auch noch ganz gut kolorieren. Das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, weil ich euch das kurz zeigen wollte mit den Stampin' Blends. Ich gehe immer so am oberen Rand entlang und wollte euch noch zeigen, wie ich den rosa Bauch gemacht habe. Spinnsal noch. Da habe ich noch den Stampin' Write Marker genommen, das Näschen rosa gemacht, da auch Flamingo-Rot. Jetzt nehme ich den helleren Ton und mal den Rest noch aus. Was krummelt denn mein Magen jetzt? Jetzt habe ich Hunger. Na sowas, dann mache ich gleich wohl mal ein kleines Päuschen, bevor ich dann weiter meinen Workshop vorbereite. So. Und so war es mir. War süß, aber ich habe gedacht, so ein kleines rosa Bäuchlein wäre noch ganz süß. Jetzt nehme ich diesen Aufheller. Farbaufheller heißt er, genau. Und mache hier am Bauch einen Kreis. Möglichst nicht an das Schwarze rankommen, das verläuft nämlich sonst. Und dann nehme ich den Stampin' Blend in Zartrosa und male das dann einfach ein bisschen aus. Ich fand das ganz süß, so mit dem rosa Bäuchlein. Das klebe ich jetzt mit den Dimensionals. Oh, darauf hatte ich auch schon mal gestempelt. Macht aber nichts. So. Drauf. Jetzt kommt hinten noch eins drauf. Das könnt ihr das hier so draufkleben. Jetzt fehlt noch der Frohe Osternspruch. Den habe ich auch schon vorbereitet. Willkommen mit einem Gludert. Na, ein Gludert kommt der hier drauf. Dann gehe ich auch da nochmal mit dem Halsband drunter her, bringe das so ein bisschen in Form klebe es hier hin. Und fertig ist die Box. Die eine ist ein bisschen klein, ein bisschen dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob man sieht. Zumindest von oben wirkt es so. Und ich liebe diese Box. Ich finde sie ganz toll. Danke nochmal an dieser Stelle an Diana für die tolle Idee. Und genau, ich hoffe, ihr habt Spaß daran beim Nachwerkeln.
Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dann klickt auf die Glocke, auf Abonnieren und dann die Glocke. Dann werdet ihr informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst. Also bis bald und liebe Grüße. Bis dann. Ciao.